So ihr Lieben, und da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge Minecraft. Hier auf dem Kanal Serabina. Freunde, wir haben jetzt eigentlich eine ganz coole Location gefunden, muss man eigentlich mal sagen. Und hier würde ich gerne wiederkommen. So, weil, ja, das lädt quasi ein. Das lädt ja schon quasi ein hier für mehr. So, für tolle Sachen, für tolle Erlebnisse, für tolle Bauten. Ja, gut, die Geräte jetzt so großräumig so, ja. Dabei habe ich ja noch nicht großartig gebaut, so, weißt du, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. So, da kann man jede Menge damit machen. Und hier würde ich auf jeden Fall sehr gerne wiederkommen, hier ein Häuschen bauen. Weil ich, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Ich habe nämlich völlig die Orientierung verloren, wo es eigentlich zu unserem Haus geht. Zu unserer Höhle. Aber wir sind da unten lang gegangen, wa? Ja, wir sind da lang, wir sind da lang. Ich glaube, da hinten müsste dann unsere Behausung sein. So, wir könnten ja hier was Kleines bauen. Aber wir haben unsere Kisten da hinten. So, nee, wir sollten wirklich mal zurück und mal was kochen. Ich hoffe, dass wir die Location hier wiederfinden. Da bist du. Hm, komm her, du Kuh. Ein paar schöne Steaks hier. Kann ich für zu Hause gut gebrauchen. Erfolgreich. Kuhschubser. Sehr gut. Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber Kuhschubser klingt doch schon mal, ja. Klingt doch gut, oder? Kuhschubser. Rabbi der Kuhschubser. Klingt so heroisch, so episch. Ey, die Schafe kann ich da nicht stehen lassen. Ja, die müssen wir noch mitnehmen. Komm, die nehmen wir jetzt noch mit. Obwohl ich eigentlich schon längst wieder zurück sein muss. So, haben wir auf jeden Fall eine Menge Wolle hier. Können wir uns ein paar Socken draus stricken? Was ist hier hinten? Irgendwie eine Höhle? Nein, nee, komm, Höhle lassen wir mal noch. Da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Um so eine, ja. Da müssen wir gezielt diesmal rangehen. Da müssen wir geistig drauf vorbereitet sein. Genauso wie auf diese Kohle hier. Da musst du dich geistig drauf vorbereiten. Das geht nicht anders. So, komm mal hier, dich nehmen wir auch noch mit hier. Deine Wolle kann ich gut gebrauchen hier. Brauchen noch eine neue Schlüpper hier. Die andere habe ich mir schon vollgeschissen. So, komm her, zack. Hier, renn mal hier weg. Mit einer Das ist ja, guck mal, da hat sich einer versteckt. Da hat sich doch tatsächlich einer unten in der Höhle versteckt hier. Guck mal, da ist noch mehr. Da ist das Skelett, da ist noch Creeper, da ist alles. Da unten ist noch alles vertreten. So, wir müssen mal wieder zurück. Das wird bald Nacht, Freunde. Die ganzen Schäfchen hier, das ganze Fleisch, oh, alles mitnehmen. Können wir schöne Koteletts draus machen. Oh, und dann haben wir erstmal für eine ganze Zeit, haben wir denn, also für eine ganze Weile haben wir dann erstmal schön Fleisch. Davon ist dann schön Braten da drin und oh, das füllt ja nicht nur eins auf, sondern drei gleich. So, komm, das lassen wir jetzt aber. Wir müssen jetzt wirklich langsam zurück hier. Oh, da sind noch mehr Schafe. Ich kann nicht, ich kann an ihnen nicht vorbei. Ich muss sie umlegen. Das hat leckere Schnitzel und oh, hier oben war noch Kohle. Kann ich auch nicht hier liegen lassen. Komm, jetzt muss ich doch was fressen. Machen wir nochmal voll hier. Was füllt immer nur eins auf? Das ist doof. Das ist echt scheiße. Oh, du kommst genau richtig. So. Ich glaube, das macht doch ja nicht so lange satt, wa? So ein Fleisch jetzt hier. Aber ist ja wohl, ich glaube, wir kriegen die Herzen jetzt erstmal voll. Wir können die Kohle hier mitnehmen. Ein paar Schafe hier. Oder Schweine. Vielleicht finden wir auch mal wieder ein paar Schweine. Mal hier ruhig mal abkillen hier. Und ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand fragt, wo ist der Weg jetzt zurück, weiß ich das nicht. Aber das müsste hier unten lang gewesen sein. Weil wir sind auf dem Berg hier rauf und wir gucken einfach. Ich würde schon gerne zur Nacht wieder zurück sein in unserem sicheren Häuschen.
Ich hab keine Lust, jetzt hier mich hier nachts wieder mit den ganzen Creepern hier rumzuschlagen. Aber das, nee, guck mal, da oben leuchtet Licht, ja, das ist unsere Brücke da, unsere 0815 Brücke. Jo, wir sind hier richtig. So, okay. Also ist ja gar nicht so weit weg. Ist ja gar nicht so weit weg, der Steinbruch. Oh, da unten haben wir schon wieder einen Kürbis. Ja, wieder einen Frosch im Hals, ey. Hatte ich ja schon lange nicht mehr, Frosch im Hals. So. Naja, haben wir das ja bald durch hier. So, wie sieht das aus hier mit dem Weizen? Oh, hier hinten können wir schon mal abernten. Das ist schon mal sicher. So, da können wir nämlich auch gleich nochmal neu aussehen. Oh, haben wir auf jeden Fall mehr Weizen. Oh, oh, oh. Haben wir auf jeden Fall mehr Weizen raus als das letzte Mal. Hoffe ich mal. Hier könnten wir auch nochmal so ein Flussding rinknallen. Wo haben wir unsere Hacke noch dabei? Ja, hier, machen wir das eben. Hey, erst bin ich später darauf gekommen. So, lass mal kurz hier nochmal kurz ein bisschen aussehen. Naja, viel haben wir nicht rausgekriegt. 35. Aber ist schon mal was. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. So, dann lass mal hier nochmal ein bisschen was aussehen. Kann das nämlich nochmal nachwachsen. Ja, hier kannst du reinmachen, genau. Ist das Ding hier schon wieder hochgekommen? So. Komm schon, hier kriegen wir auch noch ein paar hin. So, gut. Ist okay. Wir können das jetzt erstmal lassen. So, dann lassen wir jetzt in unser sichertes Häuschen gehen. Und lassen wir ein bisschen was zu knuspern braten hier. Wir haben noch ein paar Steine gekriegt. Sehr gut. So, machen wir hier den Ofen voll. So, knallen wir das da mal rein. So, sehr gut. Dann haben wir hier unser Eisen. Noch mal ein bisschen Eisen gekriegt. Oh, herrlich. Freu mich immer voll, wa? Wenn hier so Eisen und so, dann ist immer... Oh, herrlich. Freut mich immer. So. Eigentlich könnten wir jetzt noch mal... ja, den Ofen hier voll machen, wa? Dass immer ein bisschen Kohle drin ist, wa? Für Notfall. Man ja immer was hier brauchen. So, machen wir hier nochmal was drin. Ja, würde ich das Ganze erstmal so lassen. So, das haben wir schon. Oh, guck mal, jetzt haben wir schon drei Kürbisse. Gut, können wir dann einen Samen verarbeiten. Aber erstmal machen wir jetzt so, unsere Steinchen hier. So, machen wir das Eisen, machen wir auch hier mal drin. So, zum Glück haben wir hier ein bisschen was. Na, komm schon, her hier. Zieh dich nicht. Zieh dich nicht, du Kleiner. Nee, nicht das, was ihr denkt. So. Ein bisschen Spinnenseide. So, weiße Wolle haben wir natürlich mega viel gesammelt. Wollen wir da noch hinmachen? So was mit der Kohle hier, die können wir da noch... So, Kohle kommt ja denn da rein? Brot. Brot. Ne, sammeln wir erstmal noch.
Das Ganze kommt nicht so in Schwung. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Das Ganze kommt nicht so in Schwung und... So, dann können wir das so lassen. So, eine Pickaxe haben wir auf jeden Fall noch dabei. Gut. Dann lassen wir draußen noch mal ein bisschen gucken. Ja. Was könnten wir hier jetzt machen? Was? Wo? Da oben steht er. Hinterm Gras hat er sich versteckt. So. Kommt der nächste? So, räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. So. Weil die Gegend so ein bisschen sicher machen. Hier kommt ja eine ganze Armee an. Guck mal, die hängen alle hier am Wasser fest. So, da wartet jetzt noch ein Creeper rum. Eigentlich könnten wir hier mal ein bisschen Holz noch abhacken, wa? Wenn wir schon mal hier sind. Aber erstmal hier die Gegend ein bisschen sicherer. Mal geben wir da oben mal noch so ein Skelett hier. Was hier vereinsamt hier am Dings steht, am Bäumchen. Ich hoffe, es kommt hier kein Creeper oder sowas, ey. Dann will ich ja hier echt. Hier ist überwiegend nur Wald. Oh, da haben wir noch so einen Zombie. Würde ich sagen, holzen wir erstmal ab hier, bevor die Lage hier noch schlimmer wird. Und dann kicken wir einfach mal, dass wir ein bisschen unter Tage wieder... Oh, was ist denn hier los, Alter? Wo kommen die denn jetzt schon wieder alle her hier? Ey. Kind zu Hause oder was? Hör auf jetzt hier. Ja, natürlich. Jetzt kommt natürlich ein Creeper. So, jetzt wo wir, jetzt wo wir ganz schwach sind, wa? Und das Mist wieder angewatschelt. Die rennen mal hier rein ins Häuschen. Bisschen was zu essen, müsste ja schon fertig sein. Ja, mal auf hier. Nein, wie kommt der denn hier rein? Wie kommst du denn hier rein? Du dreckige Made, ja. Du Made. So, 32 mal was zu essen haben wir auf jeden Fall da. So, da kommt noch was nach. Sehr gut. So, futtern wir erstmal was. Ja, lustige Musik. So, ich hoffe, die verbrennen jetzt da draußen alle, ey. Ja. So, das Schwert ist auch bald im Arsch hier. Geht mir auf den Keks hier. Ja, wo kommst du denn hier? Ja, wo kommst du denn hier? Aus dem Haus oder was? Ich fasse das ja nicht, ja. Bin ja echt fassungslos. So, gib mir mal einen Spaten her hier.
Gehen wir hier nochmal durch. Wollen wir das Ganze hier mal vergrößern. Jetzt ist der Spaten kaputt. Super. Gut, müssen wir wieder schön mit der Handkante arbeiten. Schwert ist auch bald wieder kaputt hier. Ja, komm, nee, lass mal. Machen wir hier oben mal ein bisschen Holz sammeln. Würde nämlich gerne meine Behausung da so ein bisschen weitermachen. So, aber das Ding sieht ja echt aus wie so ein, ja, wie so ein, ja. Genau, danach sieht's aus. Wie ein Holzkasten. Ja, mal Pilze. Kann man Pilze essen? Ich weiß das ja nicht. Lass mal so Pilz abhacken. Was bringt der? Oder ist der einfach nur schön in der Landschaft? Oder kann man die anpflanzen? Weiß das ja nicht. Damit noch keine Erfahrung mit Pilzen. Was man damit machen? Kann man die futtern? Was zu essen? Naja. Nee. Kann man nicht essen. Anpflanzen können wir die auch nicht. Was kann man damit machen? Ja, nicht. Auch gut. Auch nice. Gut, machen wir den Baum hier mal abhacken. Ich weiß ja nicht, wie lange nehmen wir jetzt schon wieder auf. Ich weiß das ja nicht. Ey. Komm, machen wir hier mal eine lange Folge, wa? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ne, ich bin jetzt noch neugierig. Gib mal auf. So, wie lange nehmen wir denn jetzt schon wieder auf? 16 Minuten erst. Oh, da haben wir noch Zeit. Mensch, Freunde, da haben wir noch. Ja, kann man ja noch. Mensch, da können wir ja noch 13.000 Bäume hier abhacken. Wie lange wie die Axt hält, wa? So, aber zu der anderen Location da hinten müssen wir mal quasi Bergwerk. Hey, mal hin, da bohren wir uns mal hin. So, bin mal gespannt, was mich da drin erwartet. Hier auf jeden Fall auch wieder ein paar schöne Steine raus. Na komm schon. Na gut, da kommt er nicht mehr hin. Sind die Arme zu kurz gewachsen? Hätte er mal einen Pilz essen sollen, wa? Da mal einen Pilz knuspern sollen hier. Gut, was haben wir jetzt an Holz? Naja, viel ist das ja nicht, wa? Sollten wir nochmal ein bisschen was mitnehmen. So, solange die Axt noch hält, sollte man das ausnutzen. Eine neue müssen wir sowieso herstellen, also das ist schon mal Fakt. Ja, und so viel Eisen habe ich jetzt auch noch nicht, dass ich mir eine Schmiede machen kann. So ein Amboss. Um die Haltbarkeit wieder aufzustufen, etc. Und, oh, ja, verzaubern müssen wir dann später auch noch. Und, ja, da kommt eine Menge auf uns drauf zu. Ja, da kommt er nicht mehr ran. Wo kommen wir da noch ran? Ja, hier kannst du echt nur stückchenweise arbeiten. Und das Ding nehmen wir noch mit. So, hier den Stamm nehmen wir auch noch mit. Haben wir jetzt alles? Nee. Ich glaube, wir haben jetzt verschiedene Hölzer gesammelt, wa? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Haben wir zwei verschiedene Hölzer haben wir jetzt hier abgehackt. Aber egal, kommen wir die hier noch mit. Oh, der ist auch kaputt hier. Oh, mehr geht nicht. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Dann können wir unser neu gewonnenes Holz erstmal schick verarbeiten hier. Was habe ich denn da jetzt in der Hand? So ein Zeppling. Na, ist auch geil.
So viel mit so einem Zeppling hier rum. Kommen wir mal rein hier. Haben wir so ein Spinnenauge. Können wir schön in die Suppe schmeißen. Lecker. Lecker, 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 lecker. Jo, was man Pilz machen kann, weiß ich auch noch nicht. Warte, werden wir bestimmt noch rauskriegen. Nee, haben wir das jetzt nicht. Ein bisschen Dreck haben wir da. Komm, machen wir das Fleisch hier auch noch hin. Das andere Fleisch müsste jetzt auch schon fertig sein, wa? Haben wir hier eine weiße Tulpe. Oh, schön. Können wir hier drin einpflanzen. Herrlich. Jo, fertig. Gut. Auf jeden Fall was zu knuspern haben wir. Dann machen wir hier die Kohle drin. Ah, die können wir jetzt erstmal sowieso nicht gebrauchen. So, Fackeln haben wir ein paar. So, wir sollten uns aber auf jeden Fall... Nee, das muss erstmal umgearbeitet werden. So, machen wir jetzt erstmal das Häuschen hier weiter. Oder versuchen wir uns da hinten mal in der Mine. Wir können das Ganze erstmal umarbeiten. Sagen wir mal so. Wir können das Ganze erstmal umarbeiten hier. Damit wir das rohe Holz schon mal haben. So, dann haben wir das nämlich schon mal weg. Das Problem. Und ich denke mal, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und dann, ja, sag ich mal... In der nächsten Folge gehen wir mal da hinten zu den Bergen hin, weil das hat mir eigentlich prima gefallen. Da hinten, da waren auch eine Menge Tiere. Haben wir auch eine Menge Wolle zusammengekriegt. Und dann kann man da vielleicht irgendwie mal so was Kleines, weißt du, irgendwie so rein technisch gesehen. Könnte man da bestimmt auch irgendwas machen. So, könnte man da so eine kleine Behausung machen. Und irgendwann nehmen wir dann mal wieder zurück. Wenn es die Zeit erlaubt. Dann würde ich da ganz einfach, wir nehmen ein Bettchen, ja genau, wir nehmen uns auch noch ein Bettchen mit. Da werden wir bestimmt was brauchen. So. Bisschen Wolle. Komm, wir nehmen uns mal so ein Bettchen mit. Ich weiß ja nicht, können wir denn wieder, komm, wir gehen einfach hin. Wir sind mutig, wir gehen einfach mal hin. Aber so eine Schippe sollten wir noch mitnehmen. Dazu brauchen wir wieder Eisen. Oh Mann, bin ich verwirrt. Mal her hier, wo haben wir das Eisen denn gemacht? Da haben wir das Eisen, sehr gut. Gib mal her hier das Ding. Na, ein paar Holzklötze haben wir auch, sehr gut. So, was brauchen wir denn? Lass mal über... Also ein Schwert. Ein Schwert sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. So, ein Schwert wäre natürlich, ja... So, kloppen wir da mal eins drin. Oh, gib mal her hier. So. Machen wir ein Schwert nochmal in der Rückhand. So, dann brauchen wir... Zwei Äxte brauchen wir mindestens. So, weil die sind ja mal schnell weggehackt. Die kleinen Scheißerchen. So, dann brauchen wir noch eine Buddelschippe. So, davon machen wir uns auch mal zwei. So, dann kann man da eigentlich mal so eine Kleinigkeit aufbauen. So, haben wir noch eine... Oh, haben wir noch eine Tür? Haben wir auch irgendwo rein gemacht. Lass mal noch eine Tür mitnehmen. Und die werden wir da auf jeden Fall brauchen. So, Fenster sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber eine Tür nehmen wir mit. So, die Samen können wir aber hier lassen. Brauchen wir jetzt nicht. Achso, die Kürbisse. Wo sind denn unsere Kürbisse? Hier, die können wir mal klein machen. Die können wir da noch aussehen. Genau, das können wir mal noch machen. Und dann machen wir Feierabend. So wird daraus ein Schuh. Das machen wir so. So, daraus machen wir jetzt Samen. So, haben wir 12 Samen. So, können wir 12 Pflanzen machen, 12 Kürbisse. So, das wächst und gedeiht. Es gedeiht. So, sind das die Kürbissamen? Jo, sind die Kürbissamen. So, dann geht mal her hier. Mal hier die Schaufel. So. Und wenn ich wiederkomme, dann seid ihr hier schön, dann ist alles schön hier, alles schicki, hoffe ich mal. So, der Papa geht auf Reisen. Ne, erstmal wollten wir uns verabschieden, genau. So, Freunde, dann beende ich das Ganze. Hier mache ich jetzt einen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sollte das der Fall sein, hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Solltet ihr das Ganze Käse finden, gebt mir einen Daumen nach unten. Schreibt mir etwas in die Kommentare. Abo natürlich nicht vergessen. Ja, würde ich mich tierisch drüber freuen und... Ich zähle auf dich in der nächsten Folge. Bis derweil. Servus.